Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Overwatch, auch wenn man es auf den ersten Blick nicht sieht. Aber ja, das ist das erste, was aufgeploppt ist, nachdem ich das Spiel gestartet habe. Und zwar Overwatch Halloween Horror, 11. Oktober bis 1. November. Oder ist ja noch lange. Und ja, ich nehme an, das ist jetzt ein Event oder so, neuer Brawl. Ich weiß nicht wie. Ja, doch, da kann ich das sehen. Okay. In meinem Fernseher sehe ich den ersten Buchstaben nicht. Auf meiner Aufnahme sehe ich hier alles. Junkensteins Rache. Wir sollen die Burg verteidigen. Okay. Und eine Halloween-Lootbox gibt es zu looten. Da kann ich auch schon wieder nicht alles sehen. Das sieht man auf meinem Fernseher nicht so. Ich muss das, glaube ich, noch ein bisschen ausrichten. Aber was soll's. Highlight-Intros und mehr. Limitierte Loot. Okay, limitiert. Das ist ein Stichwort. Hallo, wer bist du denn? Okay. Ich habe eine Lootbox bekommen und weil nicht ein Zeichen da, nehme ich an, ne? Okay, oh Gott, das ist genauso was wie Smite oder League of Legends, nehme ich an, ne? Limitierte Skins und was weiß ich alles. Dann zeig mal. Was haben wir denn alles? Ein Würstchen. Ein Spray, Spruch. Was ist das da? Siegerspose. Rest in Peace. Von wem ist das? Reinhardt. Achso. Haben wir ja auch gespielt, stimmt. Okay, Heldengalerie neu, was? Na, was ist bei dir neu? Aber auch wo ich da jetzt überhaupt nach spielen. Ich will diesen Skin haben, das sieht irgendwie hammer aus. Okay, ja, dauert wahrscheinlich ewig, bis ich jetzt hier ein Spiel finde. Mach mal leicht, ja. Und ja, ich weiß nicht, ob ich dann reinschneiden werde oder nicht. Ja, natürlich werde ich dann schneiden, wenn das zu lange dauert, aber. Steht auch 27 Sekunden, also lassen wir das. Also, weiß nicht. Müssen wir jetzt hier echt gegen Bots oder irgendwie sowas kämpfen? Weil das wollte ich letztens schon irgendwie fragen. Hier im Intro hieß es doch hier, die Menschheit muss sich vor diesen, ich habe keine Ahnung, wie die Viecher nochmal hießen, verteidigen. Diesen, ne, ich habe keine Ahnung, irgendwann mit N oder O oder keine Ahnung. Orcs, Nox, Elder Scrolls, nein, ja, und. Das Spiel besteht aber daraus, dass sich die Spieler gegeneinander erledigen. Deswegen verstehe ich nicht, warum, wo diese komischen Aliens da, die Erde angreifen, irgendwie im Spiel kommen. Aber okay. Vielleicht ja jetzt. Und wir haben ein Match gefunden. Ausgezeichnet. Unsere Geschichte beginnt in Adlersborn. Dort rief der Burggraf nach Helden, die ihm zu Hilfe kommen und ihn vor dem verrückten Dr. Junkenstein beschützen sollten. Aber würde sein verzweifelter Ruf gehört. Okay. Wen nehmen wir? Oh Gott, wie sehen wir denn aus? Nimm die. Kann ich den nicht nehmen? Hallo? Ich will die gerne nehmen, aber geht nicht. Hallo? Unsere Geschichte. Ich kann nur die nehmen, also boah. Kann nur geskriptete Charaktere nehmen. Oder wie? Dr. Junkenstein lachte, als seine Geschöpfe wieder auferstanden. Heute Nacht sollte die Stunde seiner Rache schlagen. Okay. Verdammt. Ich bin bei irgendeinem Charakter, von dem ich keine Ahnung, wie der oder die funktioniert. Wie ein Snipergewehr, das ist schon mal gut. Ja, ich würde gerne. Hallo, na. Da bist du bei mir Gold, richtig. Gewehr mit hoher Reichweite, zum 7 Rückhalten. Ich kann den Schaden 1 verbinden. Das sollte helfen. Einfach snipen. Aber sind ja hinten schon. Mit Snipergewehr bin ich jetzt nicht so aufgeschmissen, finde ich. Einfach hier hinten und falle alles ab, was mir in die Quere kommt. Sehe ich das richtig, dass ich hier keinen Punkt krieg? Dann schlaf mal schön. Hier sind welche Mann. Nehmen an, die dürfen hier nicht vorbeikommen, ne? Naja.
okay. Mal anderes. Ich stehe sowieso mehr so auf Koop-Dinger anstatt auf ja gegeneinander. Also gut, also so weit wie Left 4 Dead und also was. Macht euch auf einen Gerät. Ja, und schon halt gestärkt. Greif an. Ah. Ist das? Ich habe ein Auge. Greifen von der Ferne aus an. Ein Ding mache ich schon. Was hätte ich Bock, Left 4 Dead irgendwie online zu zocken? Ich habe jetzt einen PC, der hat schafft. So. Ja, man, die tun auch Kopftreffer irgendwie. Weiß ich nicht. Mehr Schaden machen. Aber was? Sollte mal irgendwo oben oder so rumlaufen, habe ich das Gefühl. Mach ich mal nach der Welle. Hallo, da ist einer. Okay. Hi. Ich muss ja auch sagen, das ist noch einfach hier, ne? Nein, geh weg. Ich hab niemand durch. Der Camper hier. Ich bin ein Schütze, ein Scharfschütze. Anders kann ich nicht machen. Heilung aktiv. Also ja. Machen wir halt mal. Ja. Bäm, Kopfschuss. Blau nicht. Kopf. Macht das Bock auf jeden Fall. Jetzt ist es doch sehr einfach. Oh Gott. Ah, ich vergesse mal. Eines Granate, anderes so ein Vorwärtsdingen. Hallo, da sind welche. Ja, getroffen, was? Hat jemand mit der Kettensäge rum? Okay, sehr gut. Stolz auf euch. Jetzt ab, niemand schießt auf den. Was? Da. Nein. Ma. Ich weiß nicht, zu laut hier. Der, oh Gott, der Fernseher. Dann könnte hier ein Echo kommen und so. Ja, du bist Junken, Steins Monster, okay. Geh weg, du gehst auf mich los. Das ist wahr. Eine finstere Abscheulichkeit mit unmenschlicher Kraft und Bosheit. Also nicht die ignorieren, nicht ignorieren. Da sind noch welche. Die mich nicht hätten, ne? Mach dir mal den Platz. Ich mach hier die. Dann komme ich und mach den fertig. Ich bin so gut wie nie getroffen. Ey. Wir können uns ja irgendwie nicht heilen, habe ich das Gefühl. Also nehme ich mal an. Noch einer. Das Junkenstein. Boah. Ist echt eingeschlafen. Schieß auf den. Oh Gott. Nein. Wir sind durchgekommen. Nein, ich hätte ihn beinahe wieder bekommen. Ihr Seelenernter ist zurück. Ich glaube, Spinne. Der Schuss des Revolverhelden fand sein Ziel. Mia, ne?
stärkt, glaube ich. Das ist der Junkenstein-Typ. Und das war zum Heilen. Ma. Oh Gott, doch. Ich bin ja schon am Brecken, wie blöd. Immer mal zum Heilen, ja. Heilung gehört. Die zerstören das Tor. Wir müssen sie aufhalten. Die Schatten sorgten sich und nahmen schließlich die Gestalt des Seelenherrschers an. Woher kommt er? Komm her! Ich hab schon wieder eine Kettensäge. Der Schuss des Revolverhelden fand sein Ziel und der Seelenherrscher wurde verdient. Weg, weg. Ich will gar nicht wissen, wie er auf Mittel abläuft. Den Skin will ich haben. Kräfte gestärkt. Greif an. Dr. Junkenstein hatte einen Pakt mit der Hexe geschlossen. Mein Gott. So, ich dachte, er wäre die. Ja, schon übertrieben gewesen. Nicht aus. Nein. Naja. Ja, noch komm, ich streck hier. Es sei denn, wenn ich mich treffe, dass ich dann auch nein. Und dann irgendwie einen Boost oder so bekomme. Ich treffe immer einen Revolver hin. Oh, sehr gut. Angeschlagen, verletzt und erschöpft betraten die Helden das Innere der Burg, um ihre Belohnung einzufordern. Okay, sehr gut. Oh, warte, hier gibt's Highlight des Tages, okay. Sehr schön. Ich habe gehört, es gibt hier Sternchen, okay. Nein. Jemand muss ja zeigen, wie es gemacht wird. Okay, für mich. Ich habe jetzt gar keinen hier. Was gegeben, verdammt. Stufe 7 erreicht. Yeah. Lootbox erhalten. Oh, nächstes Match, okay. Ja, komm, machen wir noch eins. Machen wir beim nächsten Mal vielleicht mal ein mittleres oder so. Erstmal die Lootbox öffnen. Wenn ich das schaffe. Komm schon. Komm schon. Komm schon, was ist los? Oh, das ist wieder eine. Das ist eine bestimmte. Ja, Vorschau, Spray, Spray. Das sind alles. Aber bekomme ich jetzt nur noch solche Sachen? Ja. Okay. Ich will sie jetzt genau. Das sieht nicht schlecht aus. Es wird ja keins angezeigt. Okay, dann machen wir noch ein. Dingen auf Mittel. Aber so schwer fand ich das jetzt nicht. Keiner von uns ist verreckt. Wahrscheinlich dürfen wir nur einmal verrecken oder so, ne? Und dann ist vorbei. Oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Aber ja, wird schon irgendwie. Oh nein, die verschiedene Zeit ist unbekannt. Also die geschätzte Zeit. Ja, aber macht schon Laune, finde ich. Warte mal, ich diese. Hier kann ich irgendwie mein Dings ändern. Neun in die Stadt. Während des Wartens stöbern. Also ja. Mal gucken. Die hier ist das, ne? Skins. Ich mal an hier. Ja. 3000, was? 3000 Watt hier, dieses 10 € Geldzeichen, was ich da habe. Ja, und ich will das haben, das sieht richtig nett aus. Aber keine Ahnung.
die ihm zu Hilfe kommen und ihn vor dem Verrückten. Ist er jetzt der gleiche? Hat er gesagt, gleiche? Aber würde sein verzweifelter Ruf Gehör finden? Ja. Wählt ihr mal alle aus. Ich nehme, was übrig bleibt. Schon wieder die, okay. Unsere Geschichte nimmt bald ihren Wieso ist sie so schlecht oder wie? Ich hätte auch lieber gerne den Soldaten, die sich hier zerteilen kann, aber soll's. So schlimm finde ich die jetzt nicht. Ich kann die Bosse hier einschläfern. Also so schlimm finde ich das jetzt nicht. Aber er fängt schon an. Kann ich nicht mal ein bisschen weiterwerfen? Ein Bogenschütze und ein Außenseiter. Eine bunte Truppe haben wir hier zusammen. So war es schon. Du ziehst die Sätze. Nicht Außenseiter? Ich hoffe nicht. Ah. Ich bin so blöd, die zu treffen, ne? Bin echt so blöd, die jetzt zu treffen. Ich hatte mehr von dir erwartet. Da kommen welche, da kommen welche. Au. Oh mein Gott. Ich glaube, der eine tut auch vernünftig oft sein Dings. Ein Heilding in hier reinschmeißen. Süße Träume. So, ich habe das Gefühl, werden wir brauchen. Da. 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 Du bist wieder Dienst. Aber auch so ein Flächenschaden irgendwie kann das sein. Habe ich noch kein einziges Mal Heilding hier auf Stellen sehen, danke. Das ist schon regelmäßig machen wir. Also keine Abklingzeit oder Mana oder MP oder irgendwie sowas. Oh. Aber jetzt sehe ich auch, das Ding hat eine Lebensbalke. Das wird schon ein bisschen schwieriger, das Gefühl. Nochmal. Reste gestärkt. Greif an. So weit weg von zu Hause. Ja, mach alles fertig. Es war nichts hier, aber was hilft. Mann wie mich gibt es in der Welt. Ich dafür Punkte bekommen, geil. Und da oben sehe ich jetzt auch die Sterne, die wir bekommen können. Sehr gut. Ich weiß nicht, ich nehme an, mehr Sterne, mehr Erfahrungspunkte oder irgendwie sowas. Ich weiß es doch nicht, Mann. Oh Gott. Ausgins, ne? Aus dem Schwamm der Seelen gepennt. Hat er kaputt? Nein, nein, das ist kaputt, was? Was? Das bloß nicht, die kommt jetzt nie mehr wieder. War ganz schön doof. Doch, die kommt wieder, sehr gut. Ja, da bestimmt irgendein, weiß ich nicht, ein Drawback, sag ich mal. Was macht ihr denn? Deinem Auge kannst du immer noch besser schießen als ich. Leistung verstärkt. Greif an. Nicht aufzuhalten. Ja, Finkenstein. Finkenstein, was? Finger weg. Oh, oh Gott. Nein. Sind diese Räder? Das ist doch diese Ultimate von dem einen. Oder? Die frecken ja die ganze Zeit. Sagen, du bist doch kein Boss oder irgendwie sowas. Ah! Macht ihr denn alle? Ich dachte eher, ich wäre der Schlechte von uns allen. Was macht ihr denn? Da oben sieht man auch die Zeit, die noch zu überleben ist. 3 Minuten. Ja, dann schauen wir doch nie im Leben, wenn wir hier die ganze Zeit sprechen. Als Dr. Junkenstein seine Schöpfung enthüllte. Oh nein. Ich mein Schlafding aufbewahren sollen, oder? Gegner eingeschläfert, geil.
Auch wir sind Leute. Oh, sehr gut. Das war gut. Gut gemacht. Nein, das war schlecht. Das war schlecht. So ein kaputt, hau ihn kaputt. Ich hab's verstärken. Also, der frisst sein Herz. Leck mich. Ah, oh, das will ich gar nicht machen. Ich will die Gegner treffen. Und ich da dran, wenn das. Oh Mann. Nur zwei sind übrig hier gerade. Geil. Kann man nie im Leben. Das ist das Mittel. Ich will gar nicht wissen, wie schwer er ist. Oh mein Gott. Ja, was mich beruhigt ist, dass ich noch kein einziges Mal frei bin. Dann kann ich sagen, dann sind die alle schuld. Noch während der Kampf drohte, hatte Dr. Scharfenkrebsstein seinen großen Augen. Warum ist meine Granate nicht explodiert? Ausgelacht habt. Ich hab dich nie ausgelacht. Dr. Junkenstein schleuderte seine Bomben auf die. Hallo, hier sind welche. Hier sind welche. Ja, boah, ich wollte gerade eine. Ah, die anderen kommen jetzt auch noch. Die anderen Bosse, ne? Ja, genau die. Der mich gerade getötet hat. Ganz vorbei. Ah, Leute. Dr. Junkenstein und seine Schiffe. Frag ich einmal, ne? Und Niederlage. Und die Verteidiger wurden getötet. Dr. Junkenstein hatte seine Rache. Oh, ich meine, oh, da ist gerade ein Vierer-Team. Mein Gott. Die Stunde hat geschlagen. Ah. Mein Gott, der hat Bildchen unten. Wir noch einen Stern bekommen, glaube ich. Herzlichen Dank. Ja. Ja. Was weiß ich hier. Okay, ein Match schaffen wir noch. Kann ich hier raus? Ich will hier raus. Wir vorhin auch nicht ein nächstes Match begonnen, ne? Wir noch mal leicht machen. Spielen. Noch mal leicht. War. Ein Match schaffen wir noch, ne? Wenn ich. Ich am nächsten. Hallo. Will ich im nächsten Part dann auch machen? Also Dingens hier. Na, der Affe, mit dem komme ich nicht klar. Und der hat diesen Hotdog. Ich will ganz genau. Nämlich voll an so an Lux aus League of Legends. Genau den. Ja, sie als Charakter ist, glaube ich, nicht so gut, ne? Also eher. Ihre Fähigkeiten und sie ist, glaube ich, eine Heilerin, ne? Schade. Und diese Sachen sind, nehme ich an, Sachen, die man für echt Geld kaufen muss oder so. Keine Ahnung. Eine ruhige Klinge ist das. Eine ruhige Klinge. Meine Verkleidung? Cyborg Ninja. Ich meine Verkleidung? Also für irgendjemanden so ein Spruch. Freigeschaltet, oder? Will ich natürlich jetzt nicht mehr. Nee, keine Ahnung. Na los, das ist immer noch neu, was? Ich will den hier irgendwie. Ich habe ihn nur Spray. Ich habe doch so ein Skin nur so freigeschaltet, Mann. Wie kann man dieses Sprays überhaupt machen? Kann man bestimmt irgendwie machen, ne? Kann man ja irgendwie machen. Soll ich Geld? Nee. Das ist bestimmt nicht. Ich gebe kein Geld aus. Für so was. Reinhardt habe ich länger gespielt als Tracer. Was? Da habe ich die auch schon, weiß ich nicht, 3-4 Mal oder so gespielt. Keine Ahnung. Ja, los, mach hinne. Muss ich ja schneiden. Na, ich glaube, ich werde schneiden. Oder auch nicht. Was?
Danke. Ich hab leicht genommen, ne? Bin nur einen Sieg heute vom Markt. Ich würde mal gerne jemand anderen schreien, außer die. Meine ist jetzt auch nicht so schlecht, aber trotzdem. Ich lasse euch alle wählen. Aber nimmst du McCready oder die? Oh, okay. McCready. Fallout. So, jetzt fragt mich meiner, was der noch mal für Fähigkeiten kann. Ich kann jetzt nichts mehr hier von beiden erlegen, das ist das Problem. Mache ich eigentlich gerne. So. Ja, genau, jetzt weiß hier alles auf einmal. Das ist eine Rolle, ja, super. Er ja, macht glaube ich ein bisschen mehr Schaden. Obwohl eigentlich nicht, wie kann Revolver mehr Schaden als ein Scharfschützengewehr machen? Ja, ich kann das, keine Sorge. Ich weiß heute nicht, wie man damit vernünftig was treffen soll. Diesen L2-Angriff. Hey, Stech. Ich nehme an, man muss ihn erst. Alchemie ist eine Wissenschaft. Ich nehme an, das sollte ich vielleicht beim Boss einsetzen. Wir kommen schon verdammt gefährlich nah. Man muss die erst betäuben und damit sind wir zwei Schuss hier treffen mit dem hier. Mal jemand Dina kaputt. Das ist ein Heiler-Typ. Das ist ein Soldat, hallo. Ein Heiler mal sein, danke. Das nicht so sparen damit. Wenn ich den Heiler spielen würde, ich würde nur einen unterbrochenen Teil einstellen. Hey Bogenmann, wie wär's, wenn du die Flasche weitergibst, damit wir alle einen Schluck abkriegen? Schließlich wird Arbeit sparsam sein. Erst wenn die Arbeit getan ist. Weil die Stimme kommt mir bekannt vor. Oh, das ist ein Gegner. Weil da wäre einer von uns. Danach irgendwie mehr Schaden oder was? Die Bewegungsrichtung rollen und lädt sofort nach. Ach so. Das ist doch geil. Der Seelenherr hatte nichts mehr gemeint. Mit dem Menschen wäre er einmal gewesen. Ja, komm her. Die Stunde. Der Soldat versetzte dem Seelenherr den Todesstoß und hoffte, dass es diesmal endgültig war. Ich weiß nicht, ob der immer die Kills bekommen hat. Der hat immer die Rückmeld eingesetzt, ne? Muss auch diese Ausweichrolle hat irgendwie nur so ein Bonus-Effekt. Direkt nachladen ist auch nicht schlecht. Da voll Schaden mitmachen. Ich bringe uns sicher nach Hause. Wie ich es immer. Hier macht jemand so eine Heilfähigkeit? Der Granate. Ja. Das ist ein bisschen besser gelaufen. Nein, ich bin wieder in der Tor gefahren. Okay, geil. Okay. Erstmal so ein Ding gauen. Vielleicht komme ich hier alle in die Quere, weil ich hier wie ein geistesgestörter hier durch die Gegend renne, aber was soll's. Im Leben nicht. Ist der nicht. Ah! Heilung, Ding, danke. Feuer, Feuer! Feuer, Feuer!
Habe ich auch gegen meine Leute hat geworfen, aber egal. Du machst mal Pause. Die Kreatur des Doktors wurde zu einem Monster gemacht, das danach trachtete, alles zu zerstören, was seinen Weg kreuzte. Den sack ich mir ein mit meiner Ultimate. Nein, der hat mich gezogen. Während meiner Ultimate, ich dachte, Spinne. Nein, da bin ich ja gestorben. Was zum Teufel? Das Tor hielt noch, doch die Angriffe hörten nicht auf. Ich will's gar nicht wissen. Mein Gott, wir werden schon wieder verlieren, habe ich das Gefühl. Guck mal, jemand, die da hinten kaputt. Doch während der Kampf tobte, hatte Dr. Charlton Stein seinen doch alle den Kampf. Aha, da ist er. Haben wir ihn fertig. Ich hab die ausgelacht. Zu diesem Zeitpunkt war er. Sein Eigenschläfer, sehr gut. Und im Rausch seiner Rachsucht trieb er seine Kreaturen weiter an. Kehrte der Seelenernter zurück. Oh, geh weg. Ich wollte nicht auf dich, mein Gott. Hey. Sieh mal schon, welcher Charakter mir liegt und welcher nicht, habe ich doch. Einer ist disconnected, glaube ich. Kräfte gestärkt. Wer ist der Soldat? Da war sogar der Soldat. Mein Gott. Das ist schon wieder so ein Reifen. Oh, wir werden sowas von brechen. Weil ich denn hier die ganze Zeit diese Granate von dieser Schützen hier halten oder was? Dieser Kerl ist ja ein paar schlechter Ekelbot. Hilfe, Hilfe! Geh weg, geh weg! Nein, ich komm nicht. Der Soldat versetzte dem Seelenernter den Todesstoß. Das ist ein Dingens, der Frankenstein-Typ. Der Fluch des Seelenernters wurde aufgehoben. Der macht Dreck. Verdammt. Und da warst du jetzt. Da sind nur noch ein paar Sekunden. Inmitten des Kampfes erschien Frankensteins mächtigste Verbündete. Oder auch nicht. Meine Diener sterben nicht. Warum ist das denn ein Dingens, eine Erschaffung? Noch oh Gott. Vor unheiliger Macht. Was ist das? Er zieht mich schon wieder dran. Ganz schön dampf. Sieht alles nicht so gut aus. Die Stunde hat geschlagen. Okay, was? Ich glaube, die heilt den, oder? Was wird das verlieren, wenn das so weitergeht? Boah, das war gut. Komm her, auf den Platz. Die Stunde hat geschlagen. Vor allem der kann sich heilen, die eine heilt den. Müssen die erstmal erledigen, glaube ich. So, während die Typen hier nicht durchkommen. Das ist ja. Kräfte gestärkt. Greif an. Du Pisser. Die Stunde hat geschlagen. Das Glück hat wir haben schon wieder verloren. Oder? Ja. Hey. So ein Dreck. Schon wieder auf leicht verloren hier. Boah. Gibt's doch nicht.
Dr. Junkenstein hatte seine Rache bekommen. Ihr habt es beim ersten Mal geschafft. Ja, natürlich. Ich den Siegestag mit irgendeiner Ultimate, ne? Die Stunde hat geschlagen. Nicht so gut. Jeder hat sich selber einen Daumen nach oben gegeben, glaube ich. Oh. Mal, jetzt werde ich diese ganzen Skins haben. Aber ich würde sagen, ich mache hier einen Schnitt. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge für Let's Play Overwatch. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge.